irgendwas reagieren mit Alphastein, weil ich habe mir extra hier diese Tubo-Mütze gekauft. Tubo-Mütze, Leute, die gibt's im offiziellen Tubo-Merch-Store. Da würde ich sagen, Leute, können wir jetzt eigentlich komplett im Modus eigentlich im Modus durchgrinden, oder? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Machen wir kurz, Leute. So, schauen wir mal jetzt, was hat Alphastein hier gemacht. Achso, ja, gut, okay. Gut, das ist natürlich jetzt... Jo Leute, wie ihr seht, wir sind gerade random Duo-Server. Ich hab mir gedacht, es wäre mal Zeit dafür. Okay, warte, ich red mal. Hallo? Hallo? Hä? Hallo? Ja. Kannst du Deutsch? Ja. Und du? Hä? Ey, wie siehst du aus? Digga, wer bist du? Ich bin der Bruder. Hä? Digga, wie sollst du so die Stimme? Warum redest du so? Bist du krank? Das neue Video von Alphastein. Tana Black stört mein Video. Ja, ihr seht es hier gerade. Mein Video wurde von Montana Black gesperrt. Ich weiß, ich rede gerade wie mein Video ist, aber das soll ich machen. Ich bin so auf YouTube groß geworden und könnte jetzt nicht von einer auf der anderen Sekunde auf einmal normal reden. Das geht einfach nicht. Man kennt mich anders, aber ja, ich bin halt mit der Stimme groß geworden. Ich wusste lange nicht, was ich auf meinem Kanal machen soll. War jetzt längere Zeit inaktiv auf meinem Kanal, habt ihr auch gesehen. Und jetzt endlich habe ich mal wieder einen Flow bekommen, coole Ideen. Den Leuten gefällt es, es geht doch nach oben. Man sieht hier, 36.000 bis 77.000 Klicks hätte ich normalerweise, aber dieses Video geht viel mehr ab. Man könnte hier sagen, es ist Clickbait. Aber wir haben auch das Lied im Video gehabt und so, aber trotzdem, generell, es geht gerade wieder hoch. Es funktioniert alles besser als sonst. Ich habe auch wieder mehr Spaß, habe mir gedacht, ich gebe mir wieder mehr Mühe in meinen Videos. Ja, und dann sowas. Gut, was denn passiert hier? Ich will mal so wissen, was hier abgeht. Stream. Okay, und was ich da verwendet habe, kann ich euch ja auch mal zeigen. So, ihr seht gerade das ganze Video, habe ich gerade eben noch bearbeitet. Könnt ihr alles Video sehen. Ja. Hier seht ihr mein Video. Warte, zeige ich euch mal. Ja, ich benutze auch Sony Vegas, ist ein bisschen älter, ich weiß, aber ist halt alte Gewöhnung. Seit ich YouTube mache, benutze ich das Programm. Hatte irgendwie nie Lust auf neue Programme, aber ihr seht es hier. Ich warte einfach mal, bis hier alles einfach durchgeht. Hier zeige ich sogar im Video, wie ich das für Monte geschnitten habe. Also wie ich hier mir die ganzen Sounds rausgeholt habe für mein Soundboard. Habe extra einen Ordner erstellt mit allen Sounds von Monte. Und das ist jetzt alles umsonst gewesen. Cool. Hier ist noch das Soundboard. Ich klicke jetzt nicht drauf, sonst lässt es wieder sperren. Und hier sogar im Video habe ich ihn versucht, sogar unkenntlich zu machen. Ich habe sogar extra seine Augen weggelassen. Alter. Extra nur einen Teil des Videos. Damit es nicht sperren lässt. Und der hat es trotzdem gemacht. Ja, okay, jetzt sehen wir hier einen kurzen Ausschnitt, aber der war... Wie lang war der? Es war eine Sekunde vielleicht. Und eine Sekunde ist es wert, dann das ganze Video zu sperren. Ja, okay, also krass. Alphastein ist jetzt also von Monte gesperrt worden, so wie ich das sehe. Jetzt rechnet hier gerade seine Einnahmen aus und sowas. Es geht um dieses Varo-Ding. Ich weiß, ist über... Komplettes Retalk-Video hier. Aber schauen wir das Montana von Adobe. Okay, krass, krass. Da hat es dann direkt einen Urheberrechtsstreit gegeben. Kann natürlich sein, dass so ein Claim halt... Boah, Leute, schwierig, ne? Kann halt sein, dass so ein Claim also wirklich gewollt war von Monte? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder ist halt automatisiert worden. Ist aber ein Strike automatisiert, ist natürlich... Schwierig, Leute. Gut, kann ich jetzt nicht so sagen. Bin ich nicht in der Thematik drin, müsste ich mir wirklich reingrinden. Weiß ich nicht zu. Lass uns mal ganz kurz Monte gleich abgehoben. Frag mal Monte. Ja, Digga, ich will jetzt hier... hat das on-stream gemacht? Monte hat ihn on-stream geprankt oder was? Okay, krass. Das ist natürlich... Hat Monte gestern Stream gemacht? Boah. Verstehe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, Alter. Raff ich nicht. Ich weiß halt, dass Alphastein und Monte so ein bisschen Beef hatten. Aber ich weiß halt nicht genau, was jetzt da der Grund für ist, dass Monte das jetzt gemacht hat. Keine Ahnung, Alter. Müsste ich mal fragen. Dass es halt auch direkt ein Strike ist, das natürlich wirklich, finde ich, auch schon echt ziemlich, ziemlich hart, ziemlich assi. Nee, verdient ist doch seine Sache. Finde ich eher nicht, Leute. Weil ein Strike ist halt direkt gefährdend für den Kanal. Ich kann euch auch mal eine Story zu meinen... Geschichten erzählen. Ich hatte ja auch schon mal Strike-Probleme, Leute. Das ist, ja, Alter, ich... Alphastein hat ihn nicht verlinkt. Und Tyler hat ihn auch sehr oft beleidigt im Stream. Boah, keine Ahnung, Alter. Klar, ich verstehe voll, Alter, dass Monte so ein Problem hat, Alter, mit ihm.
Und da auch keinen Bock drauf hat, wegen diesem 18-mal Werbung-Ding und weil Alphastein auch Monte damit so ein bisschen verarscht. Allerdings finde ich das schon echt heavy, Alter. Also ein kompletter Strike finde ich schon too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich vollkommen überzogen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Bin eigentlich der Meinung, dass Marcel sowas eigentlich immer ganz gut weggesteckt hat, wenn man ihn so ein bisschen verarscht. Ich meine, Marcel teilt ja auch durchgehend ein und aus und to be honest, Alter, also will ich jetzt auch nicht dumm kommen, aber ich meine, Marcel reactet ja auch auf Sachen und nutzt Content von anderen und da sollte er ja in dem Zuge dessen eigentlich auch in dem Zuge dessen sollte er halt den Leuten tatsächlich auch gestatten. Was sind meine Haaren, Leute? Was ist denn euer Problem? Diesen Leuten halt auch gestatten, auf seinen Content zu reagieren, oder? Keine Ahnung, also das oder seinen Content zu nutzen. Ich find's zu Recht. Boah, keine Ahnung, Strike ist zu hart. Hätte man einen Claim drauf packen können, ja. Finde ich zu krass, Leute. Finde ich zu krass. Weiß ich nicht, muss ich. Ich bin da ja auch nicht so jetzt drin. Ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich mag ja beide überhaupt nicht. Ich hasse Alphastein und Monte. Das weiß man ja von mir. Keine Schwäche zeigen. Ja, ist halt schwierig, Digga. Ein Strike, das fickt halt wirklich deinen Kanal, Alter. Also ein Strike ist wirklich das Schlimmste, was deinem Kanal passieren kann, so, ne? Ein Strike, ja, nimmt deinen Kanal auseinander, so. Und wenn ich jetzt halt hier sehe, Reaktion auf ApoRed und Lea Marcher. Hey, also Monte, tu mir einen Gefallen, Alter. Das ist nicht unbedingt nice, weißt du? Das ist halt nicht geil, Alter. Keine Ahnung. Muss ich mir reinziehen. Aus deinen Abos Revi-Gang. Absolut. Selber schuld, ja. Keine Ahnung. Bin ich nicht bei euch, Alter. Würde ich nicht sagen, dass das korrekt ist.